Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Verkehrsbetrieben Gondor Ost. Und ich begrüße euch diesmal nicht im Live-Kommentar, sondern nachgesprochen. Denn, wie ihr sicherlich am Ende der letzten Folge gemerkt habt, ist die letzte Folge ein bisschen abrupt abgebrochen. Das liegt daran, dass ungefähr eine Viertelstunde noch gefehlt hat am Ende. Und daraus mache ich jetzt eine eigene Folge. Also jetzt die letzten 15 Minuten der letzten Folge sozusagen als eigene Folge nochmal hochgeladen. Viel Spaß. Schlossen, eventuell können wir... Haben wir eine Bushaltestelle unten drin? Nee, ne? Nee. Hätte mich auch gewundert. Wollen wir hier vorhalten? Oder was wollen wir hier für eine Bushaltestelle? Vielleicht können wir ja die andere nehmen, die ich vorhin eigentlich nehmen wollte. Gucken wir mal. In dieser Kurve. Die hier, ne? Die Frage ist, wohin damit? Haben wir die hier vor? Das wäre natürlich ganz cool, aber ich glaube nicht. Nee. Wird er nicht machen. Ich hoffe, wieder andere Bus an der Stelle. Ich würde hier gerne die Möglichkeit schaffen, zumindest zwei Busse hier enden zu lassen oder Buslinien. Eventuell brauche ich nämlich noch eine. Nee, wir nehmen vielleicht auch wieder die Standard. Ich weiß, die Standard ist nicht die aufregendste Bushaltestelle, aber sie passt halt wieder ganz gut hier vorne. So, ja, können wir nehmen. Und dann müssen wir weiter Haltestelle bauen. Wir wollten die ohne Glas nehmen. Und dann ist die Frage, wo bauen wir entlang? Wir können ja auch wieder einen Kreis fahren, aber das finde ich irgendwie hier nicht passend. Ich würde hier gerne... Hier decken wir eigentlich schon relativ viel mit ab, wenn wir hier durch die Mitte durchfahren. Wollen wir hier nochmal an den den Bahnhof hier anschließen? Oder wollen wir sagen, der Bahnhof... Lassen wir den Bahnhof Bahnhof sein. Da haben wir natürlich immer noch keine Verbindung zwischen den beiden Orten. Eigentlich müssten wir dann noch eine Minas Ethereum-Brücke-Verbindung machen. Mit Bussen. Könnten wir auch noch machen. Ja, dann machen wir noch eine dritte Linie, ne? Da, hier. Einmal hier quer rüber. Von Bahnhof zu Bahnhof. Wäre eine Idee. So, und dann würde ich sagen, dass wir hier unten nochmal halten. Ja, und dann hier oben in der Gegenrichtung. Das heißt, wir werden so rumbauen diesmal. Vielleicht machen wir doch mal eine Mitfahrt, dass wir Minas City hier mal sehen. Und zwar, eigentlich müssten wir eventuell noch eine Linie bauen, weil ich will ja noch keine Linie haben, die in Richtung Kirit Ungol und so geht. Wir müssen gucken, dass wir hier noch ein paar Buslinien eventuell unterkriegen. Aber hier kriegen wir auch noch eine zweite Bushaltestelle daneben, das funktioniert schon. Dass wir da Busse haben, die Richtung Kirit Ungol, über Kirit Ungol Richtung Uruk-Lager rausfahren. Gucken wir mal. Da soll es ja auch noch eine Bergstrecke geben. So, sollen wir, fahren jetzt eigentlich Leute mal mit? Einer, okay. Also die wird wieder genutzt, das ist gut. Da stehen auch viele Leute, da stehen auch viele Leute. Da stehen auch viele Leute. Nicht so wirklich viele, finde ich. Also, so stark wird die nicht genutzt, die RB44. Warum auch immer. Naja. Die sind schon zugewiesen, ne? Die fahren schon, die einen Busse, glaube ich. Ja, die fahren schon sehr schön. Dann. Neue Linie. Und dann das Ganze so rum. Perfekt. So, machen wir's. Und dann kaufen wir da auch noch mal ein paar Busse. Ich glaube, wir bleiben hier bei den Ubino. Fünf Stück oder so kaufen. Linie 13 ist das, glaube ich, ja. Und dann gibt es noch eine Linie, die ich gerne bauen möchte. Das ist die Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen. Eigentlich ein bisschen unnötig, weil wir eventuell ja da auch Züge fahren lassen. Aber da werden wahrscheinlich die kleinen Busse einsetzen. Die kleinen Ubinos.
Es geht aber nur darum, dass die Leute halt auch zwischen den beiden Stadtteilen hinterherkommen. Und dann würde ich nämlich sagen, wir machen das hier so. Wir bauen hier noch eine Haltestelle hin. Und dann eventuell hier hinten lassen wir den halten. So, das ist dann Linie 14. Da will ich aber nicht so viele einsetzen. Vielleicht 3 oder sowas. Ah, 3 Busse sollte reichen. Das ist ja auch keine lange Linie. Dann Linie 14. Und dann sollte der Nahverkehr in Minas Tirith auch verbessert sein. Minas Tirith natürlich. Eigentlich würde ich, hätte ich doch Bock, die Linie Richtung Kirith Ungo direkt anzuschließen. Dass wir auch da Busse hochfahren lassen. Könnte man gut machen, ne? Das ist eine schöne Strecke hier, guck mal. Oh, da habe ich Bock, mit dem Bus runterzufahren. Das machen wir. Wir bauen die Buslinie auch direkt. Wie lang war? Ja, dann wird es nächste Folge vielleicht viele Busmitfahrten geben. Das kann gut sein. So, wenn wir sagen, wir gehen jetzt hier hoch. Dann hier wieder so kleine Bushaltestellen eventuell nur so. Ja, am besten die Schilder, weil die sehen dann nicht so komisch aus, wenn sie bergauf und bergab eingerichtet werden. Vielleicht sogar ein bisschen weiter in der Richtung noch. Dass wir möglichst viel von der Stadt hier abdecken in dem Bereich. Perfekt, ist sogar alles abgedeckt. Ich würde trotzdem eventuell nochmal hier eine Haltestelle bauen. Ja. Und dann kommen wir hier raus und hier an der Ecke bauen wir eine. Dass die Busse hier halten und dann geht es hier runter. Und dann fahren wir natürlich in das Gebiet auch nochmal rein. Da müssen wir eigentlich nur einmal reinfahren, oder? Sagen, ja, wir haben fast alles abgedeckt. Eventuell, dass wir die Straße hier verbinden. Ja, passt. Genau, und dass wir dann so hier rumfahren. So, Gebäude wollte ich. Und dann eventuell nochmal hier, dass wir da auch alles abdecken. Machen wir hier nochmal eine Haltestelle. Und dann geht es hier wieder runter. Und dann geht es rein nach Uruk-Lager. Und dann fahren wir vom Uruk-Lager, glaube ich, bis zum Flughafen. Dann müssen wir auch lange Busse, glaube ich, einsetzen. Ja, und dann gehen wir hier wirklich mitten in der Stadt durch. In der Linie fährt er so ein bisschen außerhalb. Dann die restlichen Haltestellen können wir eigentlich mitnutzen, ja. Okay, ergibt Sinn. Und dann geht's zum Flughafen. Gut. Wir müssen nur gucken, dass dann unsere, vielleicht unsere Berglinie auch irgendwie auch ein bisschen genutzt wird. So. Überlege sogar zu sagen, nee, wir halten gar nicht an den Stadtlinien. Der Stadtbushaltestelle noch und dann zum Flughafen direkt. Direktverbindung, ja, da müssen wir nicht alle doppelt anfahren. Ja. Hier, South Street halten wir nochmal, dann hier. Jetzt hier zurück. Hier. Hier, hier. Dann geht's den Berg wieder runter. Und da gucken wir, ich bin gespannt, was ich da einsetze. Das wird wahrscheinlich die Linie, die stark nachgefragt ist. Deswegen, eigentlich müssten wir auch Gelenkbusse einsetzen. Aber auf der Strecke Gelenkbusse. Oh, ich will nicht der Busfahrer sein, ehrlich gesagt. Oder wir nehmen diese Reisebusse. Die sind halt auch
eigentlich wenig Kapazität. Die passen halt nicht wirklich eigentlich auf diese Linie, finde ich. 20, 25 oder die. Ja, guck mal, die nehmen wir doch auch. Können wir doch mal nehmen. Mal 26 Kapazität. Ach, die hat nur 19, okay. Dann nehmen wir das auf Linie 15, denke ich mal, müsste das sein. So, einmal warten. Jetzt sind sie draußen. Ich glaube, Linie 15 passt, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Linie 15 passt. Okay, da bin ich mal gespannt, wie die Nachfrage jetzt nach Linie 15 ist. Ich denke, sehr hoch. Rechne ich wirklich mit, dass sehr viele Leute einsteigen. Ich meine, hier ist es auch der einzige Nahverkehr, den wir bisher haben. Und dann freue ich mich eigentlich auf die Mitfahrt in der nächsten Folge mit diesen Bussen da hoch. Hier könnten wir eigentlich, hier ist nicht so viel Verkehr drauf auf der Straße. Da könnten wir eigentlich sagen, weil hier so viel Busverkehr mittlerweile ist. Ihr bekommt jetzt eine modernere Straße bis dahin. Und eigentlich ist es auch cool, diese alte Straße hier noch zu haben. Historisch. Ist ja die historische Straße. Hier stand Frodo und Sam Gollum, als der Hexenkönig schreiend hier rausflog. Deswegen, bisschen historisch ist die Straße schon. Aber wir können zumindest eine Busspur geben. Kann man überhaupt auf den alten Straßen eine Busspur bauen? Ich glaube schon, ne? Ja, geht. Man sieht die nur nicht. Okay. Geht also. Sehr schön. Bis hier vorne. Gut, das ist nur ein kleiner Abschnitt Busspur, aber dann... können die Busse da in Ruhe fahren. Dann geht's hier wieder raus. Bin ich gespannt. Ja, hier warten schon Leute. Hier warten natürlich schon Leute. Hier auch. Die werden jetzt überall hier anfangen, einsteigen zu wollen. Oder werden jetzt auf Linie 15. Obwohl, das ist ja Linie. Ocklager Bus ist hier völlig überlastet. Was ist eigentlich für Ocklager Bus? Was werden da für Busse eingesetzt? 18 Leute. Busse, okay. Vielleicht müsste man Ocklager Bus mal die Straßenbahn ersetzen, dass der Ocklager mal die Straßenbahn bekommt. Mal gucken. So. Haben wir jetzt hier zumindest schon mal einen Anschluss? Wie viel spät haben wir es? Ja, passt von der Zeit. Perfekt. Dann sehen wir hier die ganzen Busse noch rausfahren. Über die neue Strecke und damit würde ich mich... Ne, komm, wir machen die Straße immer neu. Das sieht doof aus mit dieser alten... Diese alte Straße muss wirklich nicht sein. Zack. Perfekt. Ja, das wollte ich nicht. So. Und hier sehen wir die ganzen Busse rausfahren. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir wahrscheinlich eine Busmitfahrt machen werden. Freuen wir uns schon sehr drauf. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.